Eine geheime Technik von Prinzessin Peach als Ninja. Jetzt kommt der Feuerdrache. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Princess Peach Showtime hier auf Katze. Für uns geht es erstmal in das Erdgeschoss, denn wir könnten mal wieder im Laden vorbeischauen. Nicht umsonst sammeln wir all die Münzen in den Theaterstücken. Also gut, was habt ihr denn Schönes für die Prinzessin? Oh, neue Kleider, schaut mal, 3 Stück. Das Zitronenkleid sieht ja hammermäßig aus. Okay, wir nehmen einmal das. Ich meine, streng genommen, finde ich persönlich, sehen die pinken, die rosafarbenen immer am besten aus. Aber ja, ein bisschen Spaß muss sein, ein bisschen Abwechslung. Von daher in der Kombination. Schaut mal jetzt im Partnerlook. Gelb-gelb, Zitronenoutfit, super. So kann sich das doch sehen lassen, oder? Und damit geht es auch schon direkt weiter. Wir gehen wieder zum Aufzug, denn das geht ein bisschen schneller. Und wir stürzen uns in das nächste Obergeschoss. Uiuiui, dunkel hier. Moment, ich habe was vergessen eigentlich. Und wisst ihr was? Immer dann, wenn man ein Theaterstück oder besser gesagt eine Etage geschafft hat, gibt es doch immer noch diese Bonuslevel. Das müsste ich doch jetzt hier auch freigeschaltet haben, oder? Hier finden die Cowgirl-Proben statt. Tut mir leid, dass du warten musstest. Rette so viele Theatris, wie du kannst. Vorsicht, die Probe endet, wenn eine Bombe explodiert. Wenn du deine Sache gut machst, bekommst du eine tolle Belohnung. Zeig uns, was du kannst. Ja, genau. Cowgirl-Probe. Okay. Sollte ich doch hinkriegen, oder? 3, 2, 1 und let's go. So, 15 bis zu Bronze. Das sollte nicht schwer sein. Ihr seht es selbst, Fässer, die brennen, wo die Lunte brennt. Das sind explodierende Fässer. Die sollte ich natürlich links liegen lassen. Also hier ist eine schnelle Reaktion wichtig. Allerdings vielleicht nicht zu schnell, um ja nicht etwas Falsches mit dem Lasso zu greifen. So, was sind das für welche mit dem Luftballon? Ah, die kann man auch befreien. Okay, jetzt habe ich einen verpasst. Egal, nicht so schlimm. 20 habe ich schon, 22. Bis Silber brauche ich 30. Oh, da hinten ist noch einer. Da brauche ich ein Fass. Ah, 30 Sekunden. Beide noch erwischt. Doch wird den anderen wiederum verpasst. So, jetzt aber schnell. Ja, so viele Fässer. 45 bis Gold. Komm, das kriege ich hin. Zack. Oh, jetzt kommen sie aber schnell. Jetzt kommen sie aber schnell. Jetzt greift die doch, Peach. Ich muss ein bisschen in die Richtung laufen. So lang ist das Lasso dann doch wieder nicht. Okay, komm, komm, komm. Schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Ja, schaffe ich, schaffe ich. Habe ich geschafft, habe ich geschafft. Puh. Ende Gelände. Direkt beim ersten Versuch. Das war, finde ich persönlich, mit Abstand die einfachste Probe im Spiel. Da waren die, die wir davor schon hatten, viel schwieriger. Und wenn man das geschafft hat mit dem Goldpokal, ihr habt es gesehen, kriegt man ein Abzeichen, beziehungsweise kein Abzeichen, sondern eher eine Schleife. In dem Fall die Zickzack-Schleife. So, jetzt geht es aber wieder nach oben. Und dort warten weitere völlig bunte neue Level auf uns. Sogar eines, das ganz neu ist. Eine völlig neue Fähigkeit. Aber, Gemach, Gemach, alles mit der Zeit. Fangen wir doch mal hier an. Denn ich habe wieder Lust, Ninja-Abenteuer zu erleben. Oh yeah. Ninja-Künste, Weg des Feuers. Das klingt doch mal richtig cool, oder? Oh ja, das sind meine Freunde. Schnell, beeil dich. Ja, okay, okay, mache ich, aber gibt es hier irgendwas? Das sah schon mal sehr auffällig aus. Gab aber nur Münzen. Na gut. Unsere Burg wurde eingenommen. Was tun wir denn jetzt bloß? Warte! Sieh dir das an! Die Wächter könnten ein Problem sein. Sie haben irgendwas an der Burg angebracht. Wir müssen das Ding schnell zerstören. Boah, ja, ich glaube, meine Lieblingsverwandlung ist die Ninja-Verwandlung. Würde ich mal hier in Folge 13 von Princess Peach Showtime festhalten.
Allein, ja, dieses Agile, dieses Schnelle als Ninja. Mit der coolen, atemberaubenden Musik. Also, das ist für mich die beste Verwandlung. Ninja Peach! Achtung! Nichts und niemand wird mich stoppen können. Ich bin hier, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Für das Gute zu sorgen. Das Gute zurückzubringen. Da bin ich überrascht. Hier im Wasser gibt es ansonsten nichts. Aber ihr seht es schon. Rechts hinten, da gibt es einen Spot, wo es einen Bonusraum gibt. Vielleicht mit einem Funkelstein. Vielleicht aber auch, ja genau, mit ganz vielen Münzen. Sehr gut. Ein paar gezielte Wandsprünge und alles eingesammelt. Und wieder zurück. Wo sind wir jetzt? Wieder irgendwo im Nirgendwo. Nein, in der Ninja-Welt natürlich. Die Ninja-Legende wird uns beistehen. Hoffentlich. Ja, da ist die Ninja-Legende. Danke, danke. Nicht dafür. Ich mache mich direkt weiter auf den Weg. Boah. Sie ist so cool als Ninja. Kann man nicht anders sagen. Wir sind hier im alten Japan unterwegs. Und weiter geht der Spaß. Hier können wir uns hineinschleichen. Und schwupps. Hier entlang. Okay, dann wollen wir doch mal nachsehen. Sie haben gute Ohren. Nutzen wir das aus. Gute Ohren ausnutzen? Das klingt eher negativ. Okay, gucken wir doch mal. Nanu! Hä? Mann, die stechen da durch. Was war das? Okay, Eindringling. Okay, kann ich da durchlaufen, wenn ich schnell bin? Oh ja. Ah, so war das von dem Theatri gemeint. Sie sind dann abgelenkt, sodass ich in der Zwischenzeit für Furore sorgen kann. Die sind sogar ziemlich lange abgelenkt. Zu meiner Überraschung. Ich sag mal so, mir soll es recht sein. Ab in den Bereich, wo es, ja, einen Funkelstern gibt. Ah, per Wandsprung. Zack, zack. Ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, Ninja Peach kann schönere, coolere Wandsprünge als Mario. Oder halten wir das mal fest. Das nenne ich Frauenpower. Sehr gut. Hier gibt es nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, lenken wir doch die anderen Wachen ab. Und zwar so. Oh, ich habe nur eine Wache abgelenkt. Aber hier die anderen. Nein, nein, nein. Warum kann ich nicht weiterlaufen? Okay, irgendwie hat das nicht ganz so geklappt, wie ich mir das erhofft hatte. Aber Hauptsache... Ne, ich muss da irgendwie vorher durch, oder? Und diesen Dash-Angriff, genau. So einsetzen, dass ich gerade durchhusche. Jetzt hat es funktioniert. Nummer 1. Nummer 2. Und da haben wir einen Theatri, den ich retten darf. Oder retten möchte. So. Ich bin dir zu großen Dank verpflichtet. Lass mich dir helfen. Oh, praktisch. Zurück muss ich allerdings nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, für uns geht es jetzt mal hier weiter. Schnurstracks. Nutze die drehbaren Wände. Was für drehbar? Ach so. Ah, okay. Ich sehe das schon an der Stange und an dem Zahnrad. Das ist so eine Drehtür. Okay. Und? Oh ja, cool. Jetzt befinden wir uns im Raum. Also genauer gesagt in diesem Haus. Ein typisch japanisches Haus. Und hier wollen wir gleich mal den einen überrumpeln. Der ist jetzt auf der anderen Seite. Jetzt läuft die Wache durch das Haus. Komm ich da hoch? Das wäre vielleicht noch interessant. Oh, der ist jetzt verwirrt. Ja, der bleibt auch erstmal so. Das Rumdrehen tat ihm nicht ganz so gut. Moment, komm ich da hoch? Müsste doch gehen, oder? Ja, tatsächlich. Und da, der nächste Funkelstein. 3 von 7. Super. Da mal schnell weiter. Und noch eine Wache. Die überrumpel ich von oben. Ha! Und die andere Wache nehmen wir eigentlich auch gleich mit. Moment. Ach, wir haben 2 Drehtüren. So, dann ist die verwirrt. Okay, aber alles in Butter. Halb so wild. Dann hat er mich vielleicht kurz gesehen. Nicht ganz so elegant gelöst, denn ein echter Ninja, der lässt sich niemals sehen. Aber trotzdem komme ich hier gut voran. So, hallo mein Freund und besiegt. Das habe ich jetzt durch Zufall so gedreht,
dass es genau passt, denn dadurch konnte ich diesen Wandsprung nach oben vollführen. Das mit den Münzen habe ich jetzt nicht ganz so gut getimt, aber insgesamt bin ich sehr, sehr froh. Weiter geht's. Wow, 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 Achtung. Scheinwerfer, lilafarbene Scheinwerfer. Ah, nee, ich muss da runter. Und jetzt muss ich mich tarnen an der Wand. Vorsichtig hier durch und jetzt kann ich beide... Nein, ich bin zu früh. Zu früh nach rechts, der hat mich in der Ecke erwischt. Ja, jetzt wollte ich sagen, ich kann jetzt gleich beide überrumpeln. Und dann schnapp ich mir den Funkelstern. So, sehr gut. Und geschafft. Wo geht es hier weiter? So, da ist nichts. Dann würde ich mal sagen, nutzen wir die Drehtür. Uiuiui. Okay. Und nach oben. Da ist doch auch was versteckt. Hier muss doch irgendwas sein. Dafür ist der Bereich viel zu groß, wenn hier nichts wäre, oder? Was ist hier links? Aha. Wow, du hast mich gerettet. Dieses grelle Licht hat mich verrückt gemacht. Ich sehe nur noch tanzende Flecke. Okay, die sind verwirrt. Die können wir da hinten auch stehen lassen, oder? Die müssen wir, glaube ich, gar nicht besiegen. Oder muss ich sie besiegen, um einen Funkelstein zu bekommen? Ich würde mal behaupten, nein. Und jetzt. Oh, jetzt kommt wieder eine solche Passage, wo wir rennen müssen. Fast geschafft. Was? Oh nein, wir wurden entdeckt. Oh oh. Die schießen auf uns. Wir müssen weiter. Ich bin leider nicht schnell genug. Halte du sie auf. Okay, dann mal los. Vorsicht, jetzt fällt einiges auf uns runter. Wir müssen natürlich im richtigen Moment ausweichen. Zack. Funkelstein Nummer 6. Einer fehlt noch. Da habe ich den Sprung leider vermasselt. Aber ich komme oben raus. Das ist toll. Und jetzt hier durch. Die Münzen weisen uns den Weg, ähnlich wie in Mario-Spielen. Sie deuten darauf hin, wie wir laufen müssen. Super. Hier oben Münzen. Ah, leider verpasst. Egal, hier. Der letzte Funkelstern ist ein Stern, den wir zusammenbauen müssen. Mit diesen Elementen, mit diesen Segmenten. Und damit haben wir auch den letzten Stein, die Schleife, und wir haben es somit geschafft, oder? Hier, hier! Dort ist unser Feind und du hast Talent. Daher vertraue ich dir diese Schriftrolle an. Nun kannst du unseren Feind besiegen. Okay, mit Hilfe des Wasserrads? Okay, das ist aber ein Drache. Wie cool! Das letzte Mal waren wir auf diesem riesigen Felsen unterwegs und jetzt mit dem Feuerdrachen. In Form eines Wasserrads. Vielleicht auch ein Zahnrad, aber von meiner Seite aus gesehen ist es eher so ein Wasserrad. Oh, jetzt müssen wir uns hier so Stück für Stück durchboxen. Schaut mal. Interessant. Und da oben, jetzt sind wir an der Spitze. Den bohren wir durch. Und... Klasse! Spüre die Macht des Feuerdrachen. Und damit hat es Ninja Peach geschafft. Und das jetzt zum zweiten Mal. Lange ist es her, als wir Ninja Peach waren. Das letzte Mal, oder das erste und letzte Mal in Folge 4, wenn mich nicht alles täuscht. Das war ja im Erdgeschoss die letzte Verwandlung, die ich gespielt habe. Und... Zack, ein Faden weg. Drei fehlen noch auf dieser Etage. Nicht nur das. Wir können jetzt im Keller auch die Ninja-Aufgabe meistern, wenn wir denn möchten. Sehr interessant. Die gestohlene Statue. Da soll es für Prinzessin Peach weitergehen. Und dort gibt es für Meisterdieben Peach einiges zu erledigen. Was ist das? Was ist da los? Das müssen wir herausfinden. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Tippt doch mal auf dieses Video. Da seht ihr, wie Prinzessin Peach zu Bowser wird. Oh weia, bleibt katztastisch.